150 Jahre Heilbad, Bad Kohlgrub. Deutschlands höchstgelegenes Moorheilbad liegt in der Nähe von Oberammergau und Garmisch-Partenkirchen. Seit eh und je ist Bad Kohlgrub umrahmt von Künstlern, Königen, Klöstern und Schlössern. Bad Kohlgrub besteht aus mehreren Weilern und gliedert sich in oberes und unteres Kurgebiet. Im Jahr 1870 erhielt Dr. Spengel die Lizenz für eine Kuranstalt. Ab 1878 erhielt Kohlgrub den Titel Bad. Der Aufstieg beginnt. Das kleine Moordorf am Fuß des 1500 Meter hohen Hörnle wurde als das deutsche St. Moritz weit hinaus bekannt und mit dem Bau der Eisenbahn 1898 der Ort mit der Welt verbunden. Charakteristisch für Bad Kohlgrub: auch heute noch werden die Moorbäder in familiär geführten Kurhotels verabreicht. Infolge der Dickbreiigkeit des Bademediums können wir in der Praxis, besonders heute bei den vielen Herz- und Kreislauflabilen, das allgemein begehrte Kurmittel in möglichst schonender Form zur Anwendung bringen. Auch wenn sich die Technik weiterentwickelt hat, noch immer braucht es den Moormann. Noch immer braucht es die Handarbeit. Das Moor erlebt eine Renaissance. Zurück zur Natur, zurück zum Ursprung. Naturschutz, Ressourcenschonung. Die neue Gästegeneration will es genau wissen, bevor sie sich ins Moorbad begibt. Ein neuer Zeitgeist. Neue Gesundheitsthemen entwickeln sich rund ums Moor. Die Gäste werden jünger. Mit 39 bis 42 Grad und bei 20 Minuten wird das Moorbad im Holzzuber angerichtet. Im Jahr 1992 feiert Bad Kohlgrub sein 125-jähriges Jubiläum als Heilbad. Die Zahl der Kurbetriebe ist auf fast 30 gewachsen. Hand in Hand mit einer intakten Landwirtschaft und dem Handwerk. Es beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Die Gesundheitsreform mit all ihren Folgen wird spürbar. Die Kurabläufe ändern sich. Bewegungsprogramme und auch aktive Vereinsveranstaltungen ergänzen die Kurpakete. Auch heute noch besitzen die Kurbetriebe eigene Moorparzellen im Moorstich. Sie bauen das Moor selbst ab, bringen es in ihr Moorlager und schaffen das abgebadete Moor wieder zurück in den Naturkreislauf. Das Badelied von Bad Kohlgrub wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von einem Zimmermädchen gedichtet. Ob von der Bader-Marie oder der Gorsberg-Musi interpretiert, es ist bis heute Kult. Essen, Trinken, Feiern. Die bayerische Lebensart begeistert auch die Kurgäste. Ein reges Vereinsleben, die herzliche Gastlichkeit und Vergnügungen kommen nicht zu kurz. Das Champagnerklima, die alpine Höhenlage tun ihr Übriges für eine erfolgreiche Moorkur. Sommer wie Winter tummeln sich sportlich Aktive auf Wanderwegen. 1954 wird die Doppelsessel-Schwebebahn erbaut, die auch heute noch als Nostalgielift Naturbegeisterte aufs Hörnle chauffiert. Es ist Zeit für Bad Kohlgrub. Im Naturpark Ammergauer Alpen. Moorgesund, zugspitznah.